René. Ja. Willst du es tun? Was will ich tun? Wollen wir es einfach machen? Wollen wir es jetzt machen? Jetzt? Sofort? Jetzt. Ja. Wir machen es jetzt, ja? Ich ja? Mal aus. Okay, bis gleich. Okay, alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Huawei Technik. Heute gibt es ein kleines Infovideo. Ne, René? Genau. Ja, weil wir waren ja lange nicht mehr da und wir. Das ist doch der erste Punkt, der auf unserer magischen Liste steht. Das ist nämlich keine Zeit, zumindest bei mir. Genau. Ja. Und ich bin einfach mal dazu gekommen, Malte anzusprechen. Oh, komm, lass mal wieder. Mhm. So sah das aus. Weil auch gefragt wurde, wann wir mal wieder ein Video machen in einem Kommentar. Mhm. Und ich bin auf die Idee gekommen, ein Video darüber zu machen, wie es jetzt nach dieser ganzen Sache, wir wollen was ändern, aussieht, was wir bis jetzt so gemacht haben, was bis jetzt so entstanden ist. Ja, es ist schon was entstanden. Ist sogar einiges entstanden. Wir haben ein komplettes Kanaldesign, weil wir einfach den Kanal komplett umstrukturieren wollen. Das haben wir auch in den Kommentaren teilweise auch schon einige Male besprochen. Denn momentan suchen wir einen Namen für unseren Kanal, der bis jetzt noch nicht zustande gekommen ist und gegebenenfalls dadurch dann noch ein Logo und deshalb kommt halt alles dann noch mit ins Intro, deswegen ist das noch nicht zu 100% fertig. Genau. Wir wissen aber, was der Kanal machen wird. Also in erster Linie zumindest von mir, Gaming und mehr. Das heißt, also eigentlich nur Gaming, also mehr gibt's ja nicht. Irgendwelche Spiele, teilweise neue, mal schauen, vielleicht auch mal so ein paar kleinere Sachen. Werden wir sehen. Dann hat ja René letztens so ein Video hochgeladen, da kann er ein bisschen was zu sagen. Genau, so Art Cinematic-Style-mäßig Real-Life-Videos. Genau. Zum Beispiel dieses, wie habe ich es nochmal genannt? Irgendwas mit Wasserfall. Ja. Sowas zum Beispiel, ich hatte auch mal noch ein Video von einer verlassenen Schule gemacht. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Jetzt das war ja auf dem Zweitkanal, ne? Nee. Also jetzt allgemein die Videos für so das mit dem Wasserfall. Hm. Genau, Wasserfall Cinematic hat es genannt. Die Rezessionen darauf waren eher so, Musik war cool, hat gepasst, aber zum Video wurde jetzt nicht großartig was gesagt. Naja, wir haben 149 Aufrufe, 14 Likes und einen Dislike. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. So Videos mache ich gerne. Würden auch sehr wahrscheinlich noch mehr kommen. Nächste Woche bin ich in Berlin. Da werde ich sehr wahrscheinlich noch ein paar Videos machen. Also schon mal das Rohmaterial drehen. Ja, wenn das irgendwie auch zeitlich passt, würden wir das dann tatsächlich auch mal zusammen machen. Ja. Ich habe zwar nicht so eine gute Kamera, aber das kriegen wir bestimmt hin, wenigstens da was zusammen machen, dann passt das. Ich weiß auch schon, was man machen kann. Bei mir in der Gegend? Wahrscheinlich nichts. Da gibt's nichts. Doch, sehr, sehr nah bei dir in der Gegend. Ja, okay, dann mal schauen. Ja, genau, und sowas wird kommen. Wir machen aber das Ganze erstmal ohne Facecam, natürlich. Weil, also ich zumindest will nicht mein Gesicht erstmal zeigen, so. Ne? Auf YouTube. In your face. Genau. An sich war es das tatsächlich auch schon. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest. Ja, und es fehlt halt auch irgendwie so nicht die Motivation, sondern eher so, was für ein Video mache ich jetzt? Was wollen die Leute sehen? Und da fehlt mir irgendwie so, wenn ich jetzt anfange mit einer, sagen wir mal, Let's Play-Reihe von irgendeinem Spiel. Das Blöde ist halt, wir haben momentan kein Intro und... Ja, wir haben einfach auch nicht den Kanal, der dazu passt. Also ich meine, Huawei Technik, ich markiere es hier gerade. Das passt einfach nicht. Das ist halt ein großes Problem, weil ich jetzt, sagen wir mal, ich will mit was anfangen, dann will ich auch so anfangen, dass es von Anfang an dann auch schön ist. Ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Let's Play-Reihe mache, jetzt für mich gesehen so, wenn ich eine Let's Play-Reihe mache und die ersten zwei Videos sind so wie halt von uns gewöhnt, ohne Intro, teilweise mal mit Intro, ja. Dann ist es halt komisch, wenn dann die Videos danach eigentlich schon, sagen wir mal, viel professioneller sind, immer so einen gleichen Aufbau haben. Und ja, wenn ich jetzt Minecraft-Videos machen soll, frage ich mich, was bringe ich da am besten rein, weil ich weiß ja nicht,
Was kann ich da jetzt genau zeigen? Wenn ich jetzt Fight von einem Wargear aufnehme, ist das für mich irgendwie, hat nicht so Langweilig. den großen Sinn, Nee. sich einen Fight in YouTube anzugucken, der einfach nur aufgenommen wird, obwohl man nicht selber fightet. Ja, man kann ja auch selber dabei sein, ist ja kein Thema. Naja, ich persönlich bin eigentlich aus Minecraft fast komplett raus. Also wenn irgendwas ist, dann mache ich vielleicht maximal noch was am Megaborgie oder irgendeine andere Sache, aber bei Minigames und sowas bin ich gar nicht bei, einfach weil es mir keinen Spaß mehr macht. Also ich weiß nicht, ob ich aus dem Alter mittlerweile mal raus bin. Ich hoffe es ja eigentlich nicht, weil es mega Bock gemacht hat, aber mich reizt das eigentlich gar nicht mehr und ich würde halt mehr so andere Sachen ins Auge nehmen. Ich habe zum Beispiel noch Mittelerde Mordors Schatten. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist aus 2015, glaube ich. Ist ein sehr geiles Spiel. Auch von der Grafik her echt geil. Würde ich jetzt nochmal neu anfangen. Ich habe da das einmal durchgespielt und würde das ganz gerne nochmal machen. Ja, und mal sehen, was so der Markt Neues auf dem. Nee, was andersrum. Mal sehen, was so Neues auf den Markt geworfen wurde. So. Mal schauen. Ja. Genau. Ja, von mir war es das. Von dir auch. Von mir auch. Das ist schön. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und Genau. sehen wir uns im anderen Video wieder. Bis dahin, ciao. Genau, ciao.